Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt den Lizard T-Rex 600 in der Version 1.0 an von den Moddern oder der Modding-Gruppe Black Sheep Modding. Die schreiben selber dazu, mit dieser Maschine können sie Bäume komplett entfernen. Ihr findet das Ganze in der Kategorie, sag schon, Fahrzeuge und dann Forstmaschinen. Hier haben wir ihn, Lizard T-Rex 600, 200 PS standardgemäße Leistung, 600 Liter Fassungsvermögen an Diesel und 20 km maximale Geschwindigkeit für 190.000 in der Anschaffung, 9.690 im Leasing. Die Hauptfarbe kann nach Belieben geändert werden und mit einem Config-Block à la Forst können wir noch vorne ein Gitter mit dazu nehmen oder dementsprechend nicht. So sieht das ganze IC aus, auch wunderschön geschrieben, Lizard T-Rex 600. Lizard ist ja die Eigenmarke von Giants, ne? Also das, auf was im Endeffekt keine richtige, also entweder wo keine Lizenz dafür da ist oder was halt so entstanden ist, wo es halt einfach kein Vorbild dazu gibt. Und das ist aber hier sehr schön gemacht mit diesem Gecko, nenne ich es einfach mal. Ist das ein Gecko, oder? Ist das ein Gecko als Tier? Ich kenne mich mit Tieren noch weniger aus. Aber ja, auf jeden Fall hier Lizard, sieht soweit gut aus. Dann hier T-Rex 600, dann hier noch ab und zu diese gelben Aufkleber oder Warnhinweise. Sieht soweit auch okay, beziehungsweise gut aus, gut bis okay. Okay sind dann teilweise hier die, das hier, was dann teilweise ein bisschen unscharf ist, aber der Rest ist eigentlich ganz gut. Vorne die Fräse mit dran, Kabine, hinten im Heckbereich noch Möglichkeiten über eine Anhängerkupplung oder hier noch einen Trailer oder irgendwas halt hinten mit dran zu machen, was dementsprechend passt. Selbst eine Dreipunktaufnahme, die man ausklappen kann, um dann hinten noch irgendwas mit dran zu nehmen. Die Möglichkeiten sind auf jeden Fall mit da. Im Innenbereich, ihr seht gerade, ich steige nochmal ein hier, zack, sobald wir einsteigen gehen, geht hier links die Lehne hoch, beziehungsweise wieder herunter, dass wir das Ganze steuern können. Ansonsten alles nur mit Joysticks, kmh-Anzeige, Spritanzeige, alles mit dabei. Ansonsten recht simpel gehalten hier drin. Passt aber soweit auch, keine Spiegel. Oh. Machen wir mal Soundcheck. Ja, Sound kommt uns auf jeden Fall in allen bekannt vor. Ich kann ihn zwar gerade nicht zuordnen, das ist aber ein typischer Traktor-Sound, den wir im LS so mit drin haben. Er gibt sich viel zu bewerten, hört sich halt gut an, weil ne, Lizard, Dings und so weiter und so fort, da findet man nur in dem Falle nicht wirklich ein Vorbild. So, Thema Funktionalität. Ihr seht, unser Fahrer ist animiert. Ne? Joysticks werden nach vorne bzw. nach hinten betätigt. Sieht man auch schön hier von außen. Wird separat aufs Gas und auch auf die Bremse wird er gegangen. Wenn wir hier nach links und rechts machen, wenn ich hier vorne das Ding steuere, nach links und rechts, alles schick mit animiert, wunderbar, wunderschön, oben die kmh-Anzeige, bis 20 geht es maximal, endet in dem Fall hier auch bei 20, unten, ich gehe mal davon aus, dass es die Umdrehungen sind, in den kleineren, ja. Ansonsten Blinker werden mit angezeigt, ne, links, rechts, Warnblinker. Wenn wir einmal hier in die Nacht reingehen, haben wir prinzipiell ja schon mal eine Beleuchtung von dem kleinen Monitor da unten. Wenn ich die Lichtmodis durchschalte, wird das alles separat mit angezeigt. Also die gewohnt hohe Qualität, die wir vom Black Sheep Modding kennen, ist mit dabei. Ansonsten Blinker hat man jetzt hier vorne nicht, haben wir aber hier hinten. Reflektieren in dem Fall auch und umleuchten sind wir da. Auch im 19 Standard reflektiert auch. Ansonsten halt normales Fahrtlicht würde ich fast behaupten, hinteres Arbeitslicht und dann noch das vordere Arbeitslicht kann man separat auch mit Lampet 5 und Lampet 6 aktivieren und deaktivieren. Alles kein Problem in dem Fall und alles hier drin, wie gesagt, schön mit animiert. Das erfreut doch einen. So, ansonsten, wenn wir hier nochmal gucken, linke Maustaste, hoch, runter, ne, und anwinkeln oder halt wieder höher und runter, wie man es eben kennt. Rechte Maustaste gedrückt halten, nach links und rechts können wir hier vorne die Fahrertür öffnen bzw. schließen. Das geht auch sehr, sehr leicht, sprich ihr müsst auch eure DPI nicht auf Krampf umstellen. Ansonsten habe ich euch da schon mal was vorbereitet. Es ist im Endeffekt eine Baumstumpffräse im großen Format. Das heißt, ihr könnt damit Baumstümpfe einfach entfernen. Ihr könnt aber auch ganze Bäume damit niedermähen und das möchte ich euch in dem Fall hier zeigen, dass das auch einfach ohne Probleme geht. Dafür haben wir einfach mal hier diese
diese Bäume genommen, die maximal nerven. Ihr fahrt dran, sagt, ihr seht, es verschwindet. Wenn man das Ganze dann, je nachdem, wenn noch was übrig bleibt, kann man halt vorne noch den Winkel ändern, um dann auch noch an den Stumpf unten ranzukommen. Aber ihr seht, per se läuft das ja schon mal anstandslos und vor allen Dingen schnell. Ja. Also, wer einfach mal Bäume so entfernen will, weil sie gerade blöd rumstehen und irgendwas bauen will und keinen Bock auf Kettensäge oder sonst was hat, der ist mit der Maschine hier bestens bedient. Weil, wie gesagt, geht auch eine atemberaubende Geschwindigkeit ohne großen Probleme. Einfach mal hier komplett die Bäume wegzuhäckseln. Eine schöne Sache, einmal für Faule und einmal einfach für die, die halt ja, Platz schaffen wollen für irgendwas auch immer und das in kürzester Zeit realisiert haben wollen. Ich meine, der Preis ist auch ordentlich, aber für den Komfort muss man halt dementsprechend auch ein bisschen Geld hinblättern, würde ich sagen. Ansonsten, ihr habt den Lok ja jetzt schon gesehen, da gibt es keine Probleme damit. Das läuft soweit alles. Passt. Ja, in dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Mein Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ja, und in dem Sinne, haut erst mal rein. Tschüssikowski.